Freunde, ganz ehrlich, Frühstück in diesem Hotel, dieses Hotel an sich ist mega nice. Wir haben ja 115 Euro bezahlt für diesen ganzen Trip, ohne irgendwie Pubcrawl und so, diese zwei Programmpunkte. Aber so günstig und so gut, ohne Scheiß. Ich habe übrigens hier schon 96 Unterstützung, Supporter und so, natürlich auch in Prag immer dabei, niemals allein. Ich bin gespannt, wie das nachher wird. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Also, wer irgendwann mal nach Prag möchte, ne, ist an sich eine schöne Stadt und das A&O-Hotel ist nice. See ya. So, Freunde, wir haben uns jetzt auf den Weg gemacht, beziehungsweise werden uns jetzt auf den Weg machen, in die City zu gehen. Ach, wir müssen noch warten. Müssen wir noch irgendwie warten? Nein, wir sind vollzählig. Das heißt, auf geht's, ab geht's. Ziel ist, wie man es hier unschwer erkennen kann, eine Sportsbar bzw. das Irish Pub, um Bundesliga zu gucken. Mal gespannt, wie das werden wird. Heute Abend geht es noch irgendwo hin, vielleicht in ein Museum oder sowas. Ihr werdet es schon früher oder später erfahren. Vamos! Was war das denn von Menayo? Das war ja wohl mal unfassbar schwach. Gott sei Dank, guck mal da hinten, da läuft jetzt Bundesliga. Natürlich hier auf den Screens bei denen ich sitze, aber das soll mir egal sein. La Soga hätte nach der Aktion auch gar nicht mehr auf dem Platz stehen dürfen, davon mal ganz abgesehen. Beziehungsweise, gut, war nicht absichtlich, aber trotzdem. Bitter ist es. Freust dich? Freut mich. Von Hannover noch nicht viel gesehen, aber kommt bestimmt jetzt. Ne? Zwei Chancen, nicht eine, zwei, ne? Zwei Riesenchancen. Und dann kassieren die so ein Wursttor, weil sie es nicht hinbekommen, ein Tor zu schießen. Ich hasse es. Gegen Hoffenheim. Die sind noch schlechter als wir. Zumindest bisher. Das kann nicht wahr sein. Die sind immer noch hinter uns. Das zeigt, wie scheiße die sind. Und trotzdem verlieren wir gegen die. Oh Mann. Fußball ist schrecklich. Macht das nicht. Da läuft City übrigens. City sollte auch mal wieder gewinnen, war einfach abgesehen. Ein großer Vorteil des Vlogs in anderen Ländern ist, kein Mensch versteht, was du sagst. Das heißt, du kannst dich nicht zum Affen machen, beziehungsweise nur halb zum Affen machen. Weil die vielleicht denken können, du bist wichtig. Von daher ist nicht so schlimm. Ja, wir sind jetzt ja wieder auf dem Weg zum... Ja, es gibt auch Leute, die wissen, richtig. Wir sind jetzt wieder zumindest zu zweit auf dem Weg zum Hotel zurück. Wir sind relativ, naja, fertig nicht, aber schon angeschlagen. Und da wir die Lichter rundfahren, nicht mitmachen, sondern jetzt einkaufen gehen und dann uns hinchillen, haben wir gedacht, mal auf den Weg fahren, wenn dann eventuell später mal zurück. Zur Bundesliga kann man sagen, ja, Hamburg kriegt noch das Unentschieden. Bayern souverän, denke ich mal. Auch wenn sie in der ersten Halbzeit echt schwach gespielt haben, Ingolstadt war stärker. Dann ja, Hannover. Ja, wenn du die Chancen vergibst und dann so ein Ding kommt, dann, auch wenn es abseits war von Schmid, meiner Meinung nach, er ist im Oberkörper drin, Oberkörper ist strafbar, dann ist es natürlich trotzdem bitter, aber dann ist es halt nun mal so. Wir müssen jetzt hoffen, dass Frankfurt morgen gegen Dortmund verliert und dass nächste Woche Augsburg gegen Hamburg verliert, dass ich Hamburg mal einen Sieg wünschen würde, krass. Hoffenheim verliert, Bremen verliert im Idealfall auch noch, die heute unentschieden gespielt haben, das war auch ein interessantes Spiel auf jeden Fall, naja, geht so. Uja übrigens, komme ich dann mal zu. Und dass natürlich auch Stuttgart vor allem verliert, aber die spielen momentan sowieso, naja, wenn dann unentschieden, von daher, weil wir zwei Punkte Vorsprung haben, geht das. Die Sache, die spielen glaube ich gegen Wolfsburg außerdem zu Hause, von das wird schon irgendwie. Die Sache ist bei der ganzen Geschichte jetzt, dass ja, bei Bremen, Uja, der Elfmeter, ich meine, im Endeffekt ist es nichtig, weil Horn ihn gehalten hat. Die Frage ist, muss man den geben oder nicht? In meinen Augen ja, weil ganz einfach, er wird kurz gehalten. Das heißt, Heinz hat kurz den Fehler gemacht. Das war einfach dumm von Heinz. Er hat kurz den Fehler gemacht, ihn gehalten, beziehungsweise ja, an seinen Arm gepackt. Und dann kannst du halt fallen. Und wenn er dann fällt, dann ist es Elfmeter. Beziehungsweise kann man pfeifen. Von daher ist aber auch im Endeffekt egal, weil Horn hat ihn ja halt gehalten. Von daher, naja. Ich bin gespannt, was Leverkusen jetzt noch macht. Die Sache mit Chicharito und Bellarabi wurde gerade mal breit getreten. Ich finde das extrem interessant. Ich mag Chicharito ja extrem gerne. Bellarabi habe ich letzte Saison sehr gemocht. Aber diese Saison spielt er wirklich egoistisch und hat einfach keinen Blick für den Mitspieler. Und jetzt haben wir hier gerade Chor. Sekunde. Oh
okay, Wahnsinn, habt ihr mal gesehen. Ja, kein Auge fürs Mitspieler. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Seid ihr ja auf Chicharitos Seite? Also versteht ihr, dass er sich über seinen Teamkollegen ja quasi aufregt? Oder sagt er, ey, das ist Mannschaftssport, da muss man zusammenhalten, bla bla. Auch wenn es halt auffällig ist. Das war ja nicht nur gegen Barcelona im Hinspiel, sondern auch in weiteren Spielen. Von daher, ich kann es irgendwo schon nachvollziehen. Was bei Hannover passieren muss, ist die große Frage, aber ganz einfach. Hannover muss in der Winterpause entweder bei Frontec ein Konzept finden. Also Frontec muss einfach endlich ein Konzept entwickeln, abgesehen von langen Bällen, die nicht funktionieren. Und sonst muss der weg. Was ich gut finde, ist, dass er Beere jetzt endlich mal seine Einsatzzeit gegeben hat, dass Beere sein Debüt hatte. Das finde ich sehr schön. Ich hoffe, da setzt er weiter drauf auf die Jugend, dass Diersen eventuell auch demnächst mal sein Debüt macht. Und ja, Saint-Maximin als Stürmer, das wäre heute eigentlich die perfekte. Also Andreasen momentan formschwach. Wenn, dann stellst du den auf die 6 zusammen mit Samir. Und dann stellst du vorne rein Karaman und Saint-Maximin auf die Außen. Prip als Linksverteidiger, weil Albon das momentan auch scheiße ist. Und doppelt spielte Erdinsch gegen und Benchop. Das wäre heute ideal gewesen zum Experimentieren, weil Hoffenheim halt nicht so stark ist an sich. Gegen Bayern kannst du auch experimentieren, weil verlieren wir sowieso. Vielleicht macht das da. Bin gespannt. Auf jeden Fall muss ich was ändern. Ich bin gespannt, was wir für Transfers machen. Ob wir Transfers machen. Und wenn wir keinen Transfers machen, dann wird das sowieso nichts mehr. Aber wer auf jeden Fall her muss, ist ein neuer Stürmer vielleicht. Vor allem der Spielmacher. Also wenn wir diesen Iver Fossum verpflichten von Stromsko Z, dann denke ich, haben wir schon ganz ordentlich eingekauft. Ein Stürmer sollte vielleicht trotzdem noch her, vielleicht noch ein defensiver Mittelfeldspieler und Innenverteidiger. Und eine Sache ganz wichtig, Schulz muss endlich aufhören, seine Scheiße zu spielen. Also der ist momentan so schwach, der ist einfach diese Altersschwäche bei dem. Hoffmann hat ja auch schon gesagt, er will wechseln, wenn er seine Spielzeit nicht bekommt, was ja auch irgendwo verständlich ist, auch wenn er lange verletzt war. Das heißt, den musst du jetzt heranführen, spielen lassen. Und der wird Schulz auf lange Sicht sowieso ersetzen, weil er einfach deutlich besser und talentiert auch ist. Und zukunftsgesehen einfach besser mit Potenzial ausgestattet. Von daher, ich bin gespannt, was passieren wird. Das war es jetzt erstmal über Fußball. Falsche Richtung. Achso. Und deswegen würde ich behaupten, ja, das war es zum Thema 96. Wir sehen uns später wieder im Hotel, wenn mir noch irgendwas einfällt, was ich sagen möchte. Was spontan jetzt gerade nicht der Fall ist, abgesehen davon, dass Wolfsburg mir irgendwie nicht gefällt. Die sind irgendwie zu schwach. Das muss daran liegen, dass der Lord nicht spielt. Obwohl Dost nicht trifft. Irgendwie auch dumm, aber egal. Ja, würde ich sagen, Thema später. Bis dann. Freunde, wir bekommen den Geist mit geilen Autos, ey. Das ist ja der Hammer, Aston Martin, Bentley. Ich will ja Autos haben. Weißt du, das ist für hier meine Begleitung, ist das hier gerade der Hammer von wegen Prada und Gucci und bla. Und ich sehe hier einen Bentley und Aston Martin und raste komplett aus. Oh Gott, ist das schön. Leverkusen denn da bitte gefressen vorher? Gladbach hat sich ja richtig blamiert, ey, aufs Maul bekommen. Und naja, ansonsten war heute Abend, wir waren halt noch futtern. wir waren halt noch futtern, gerade das zeige ich euch jetzt mal ein Bild, wie der Burger aussah. Oh, das war, oh. So sieht er aus. Ja, genau. Und das Schöne ist an der ganzen Geschichte, das Ganze für 10 Euro, das ist so genial hier, einfach die Preise teilweise. Kleiner Freestyle. Hier passiert gerade nichts mehr, hier läuft Frozen, ich zeige euch die jetzt nicht. Da läuft Frozen, da. Wer den Film nicht kennt, der ist echt gut, sollte ich mal angucken. Und jetzt gehen wir wieder rückwärts. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch heute erstmal gefallen. Mir fällt gerade auf, irgendwie ist das total sinnlos, dass ich jetzt hier so ein Ende mache, weil ich den Video auch noch gar nicht beende, sondern erst morgen. Bis morgen.